Willkommen zurück zu einer weiteren Folge unserer F1 2021 Fahrerkarriere mit Thiago Garcia. Heute leider in einer etwas anderen Version. Ich war so dumm und habe aus Versehen die Aufnahme des Belgien Grand Prix komplett gelöscht. Das war nicht so schlau, aber da es ein trotzdem sehr, sehr interessantes Rennen war, gucken wir uns das Ganze heute in der Wiederholung an, denn die habe ich immerhin gespeichert und somit gucken wir uns das hier jetzt drüber an. Natürlich nur die Highlights, aber es war wirklich ein sehr, sehr cooles Rennen. Wir sind von P20 gestartet, weil ich alle Motorkomponenten getauscht habe. Ihr seht die Startformation Hamilton, Ricciardo, Norris. Das ist schon mal sehr interessant. Dann haben wir beide Red Bull, beide Ferrari, beide Aston Martin, Gasly, Bottas, Alonso, Tsunoda, Ocon, Raikön, Mick Schumacher, unser Teamkollege Ford, Giovinazzi, Russell, Latifi und uns. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein ins Rennen. Die fünf roten Lichter, sie gehen an und wenn sie erlöschen, geht es los hier in diesem Grand Prix. Ich denke mal, wir gucken uns das hier erstmal so ein bisschen in der TV-Perspektive an. Wir sehen vorne den Kampf und wir sehen natürlich auch hinten, wie ich mich erstmal zurückhalte und dann hier reinsteche und die ersten Positionen gleich mal zum Beginn erobern kann. Ihr seht es, schwierige Bedingungen, ja, Intermediates-Wetter zum Beginn. Ich glaube, es sollte nachher noch aufklaren. Und ich habe mich eben erstmal hier zu zweit durch Urush mit, ich glaube, Kimi Räikkönen ist es, richtig starkes Manöver, haben es aber geschafft, dort ohne Berührung durchzukommen. Ich glaube, später soll es nochmal trocken werden und ich habe mich eben dazu entschieden, hier auf dieser Strecke alle Motorkomponenten einmal zu tauschen. Erstens, weil es dringend notwendig war und zweitens, weil ich mir dachte, wenn man irgendwo in diesem Spiel gut überholen kann, dann wahrscheinlich hier in Belgien, in Spa. Und ja, das ging ja von Beginn an ganz gut. Mal gucken, wann das nächste Überholmanöver kommt. So, und jetzt sind wir direkt hinter Giovinazzi noch in Runde 1. Gehen, glaube ich, jetzt hier neben ihn in diesen letzten Sektor hinein und sind an ihm vorbei. Also den zweiten Alpha, den wir hinter uns lassen. Und damit schon P15, 5 Positionen in Runde 1 gut gemacht. Das lässt sich sehen. Ja, ist natürlich sehr, sehr schade, dass ich das Ganze gelöscht habe, aber wie gesagt, ich glaube, dieser Grand Prix lohnt sich auch so reinzuziehen. Deshalb gucken wir uns das hier an. Die nächste Folge in Holland, Niederlande, Zandvoort. Dann wieder natürlich ganz normal und hier der Dive gegen Alonso. Und tatsächlich hat das Ganze halbwegs funktioniert gegen den so erfahrenen Spanier, der heute übrigens am Aufnahmetag 40 geworden ist. Also Gratulation dazu. Und immer noch unfassbar stark in der Formel 1 mitfährt. Jetzt kommt aber, ich glaube, sein Gegenangriff hier auf dieser langen Geraden nach Urush. Und da ist der Gegenangriff. Können wir das verteidigen hier in die Bremszone hinein? Und ja, ich glaube, wir können. So sieht es aus. Es ist noch nicht ganz so weit, denn er ist noch da. Aber dann bleiben wir doch vor dem Alpine. Das nächste Auto, hinter dem wir jetzt hängen, wieder in Sektor 3, ist Ocon, der andere Alpine. Vielleicht können wir dort ja ähnlich einfach vorbei wie bei Alonso in die Bremszone hinein. Wird das was gegen Ocon? Stehendes Rad bei ihm. Aber jetzt hat er eigentlich die bessere Position. Wir können natürlich ein bisschen besser rausbeschleunigen. Schwierig, aber im Regen. Dennoch sind wir vor dem Franzosen. Und damit Runde 3 angefangen. DRS gibt es natürlich aufgrund des Wetters nicht. Aber schon mal der 13. Platz. Und noch in Runde 3 hängen wir jetzt hier wieder im dritten Sektor an einem Vordermann, und zwar diesmal Yuki Tsunoda. Ich weiß nicht, ob wir es hier wieder in der Bremszone probieren. Nee, ich habe mich dann doch noch dagegen entschieden. Aber wahrscheinlich wird es gleich den Angriff geben. Denn wir haben in diesem Rennen die Power gehabt. Ja, wahrscheinlich aufgrund der neuen Motorteile. Dazu kommt natürlich, dass unser Team mittlerweile, ich glaube, besser als das von Alfa Romeo ist. Was schon echt gut ist erstmal. So für unsere Verhältnisse. Ne? Aber wir konnten mithalten, wir konnten richtig gut mithalten. 16. jetzt hier vor Urush hinter Tsunoda, geht da auf der langen Geraden etwas. Man muss natürlich immer gut aufpassen, dass man an dieser Kurve nicht wegrutscht. Und jetzt könnte es den Angriff geben. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob das reicht. 14. Oh, das ist zu knapp, das ist zu knapp. Da werden wir noch dahinter bleiben. So sieht es aus. Vorne führt Hamilton vor Ricciardo und Norris. Da hat sich eigentlich gar nichts getan, außer Valtteri Bottas, der etwas nach vorne gekommen ist. Ich denke mal, der hatte eine Strafversetzung. Jetzt geht es hier aber rein. Round the outside, wie es Daniel Ricciardo auch gerne tut. Und das sah gut aus. Ja, wir sind vorbei an Yuki Tsunoda, der jetzt hier nochmal neben uns ist. Aber da
hat er keine Chance. Kleiner Zeitsprung in die sechste Runde. Mittlerweile ist Yuki Tsunoda leider ausgeschieden. Wir sind aber direkt hinter seinem Teamkollegen, hinter Pierre Gasly, den wir jetzt als nächstes überholen wollen. Wieder sind wir hier dran im dritten Sektor. Reife mittlerweile relativ alt. Ja, drei Runden, das geht noch. Hier kommen wir weit raus, aber sie waren nicht mehr die frischesten schon mal zu dem Zeitpunkt. Bremsen wir hier rein? Nein, wir bleiben geduldig hinter Pierre Gasly, einen für mich der underratedsten Fahrer und einer der sympathischsten in jedem Fall. Also großer Fan von ihm, aber das hilft natürlich alles nichts, wir müssen da irgendwie vorbei. So, und da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das am besten hinbekommen. Hier leichter Drift auf die, gerade vor Urush, und dann geht es jetzt durch Urush und danach natürlich die lange Gerade. Vielleicht eine Möglichkeit zu überholen. Der Regen scheint mittlerweile deutlich weniger geworden zu sein, wie ich das hier sehe. Regnet kaum noch, würde ich sogar sagen, aber die Strecke ist natürlich noch nass. Noch keine Chance für Slicks. Jetzt gibt es hier den Angriff. Nee, doch nicht. Nur einmal gezeigt. Hey, hier bin ich. Aber noch nicht der Angriff. Vorne seht ihr es, hat sich immer noch nicht viel getan. Wir aber dafür natürlich bis jetzt unfassbar gut unterwegs. So, machen wir es wie gegen Tsunoda? Nein, machen wir nicht. Gasly ist da etwas wacher unterwegs als sein junger Teamkollege. Vielleicht aber jetzt hier gleich die Möglichkeit zu überholen. Hier geht es natürlich nicht, aber man könnte theoretisch hier hineinstechen. Es wäre ein sehr, sehr riskantes Unterfangen, deshalb halten wir uns auch hier zurück. Wieder kommen wir weit raus. Also die Reifen, die sind nicht mehr ganz perfekt und die Dirty Air kickt natürlich auch ordentlich rein. Dennoch bleiben wir am Franzosen dran. Und jetzt der dritte Sektor, da können wir überholen. Das haben wir bereits bewiesen gegen einen Giovinazzi oder auch, ja, weiß gar nicht gegen wen noch. Aber auf jeden Fall gegen Giovinazzi haben wir es bewiesen. Vielleicht kommen wir ja auch so an Pierre Gasly vorbei. Und dann wäre es nicht mehr weit zu den Punkten. Gucken wir uns das Ganze an. Die Box, die könnte natürlich auch bald noch eine große Rolle spielen in diesem Rennen. Jetzt aber erstmal voller Fokus auf diesen Zweikampf. Wir kommen da an, sind aber nicht wirklich nah genug dran und müssen dementsprechend nochmal hinter ihm bleiben. Können hier wieder nicht reinbremsen. Also Gasly war schon eine härtere Nuss als Tsunoda. Jetzt aber nach Urush, da sind wir mit ordentlich Überschuss unterwegs, setzen uns direkt in seinen Windschatten und gehen rechts an ihm vorbei in die Bremszone. Bisschen später bremsen reicht hier schon völlig aus. Und wir sind vor Pierre Gasly auf dem 11. Platz. Ein einziger Platz fehlt noch zu den Punkten. Ende von Runde 9 und wir blicken mal auf den Führenden, Lewis Hamilton. Was macht der? Er fährt an die Box. Und das hieß für alle Box, 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 Box. We are pitting for Slicks. So, und das machen wir natürlich auch. Hier alle schön hinterher, die McLarens mit dem Doppelstack, ebenso wie die Red Bulls und auch wie Ferrari. Das bedeutet natürlich, die werden alle viel Zeit verlieren. Hier, Lando Norris, der muss zum Beispiel warten. Oder ein Sergio Perez, der muss warten. Carlos Sainz, der wird auch warten müssen. Das ist alles gut für uns und wir kommen natürlich auch in diesem kompletten Pulk an die Box, um für die weichen Reifen zu wechseln. Ich weiß gar nicht, sind wir auf die Softs direkt gegangen oder auf die Mediums? Nein, auf die Softs. Erstmal auf die Softs. Ich glaube, später gehen wir dann noch auf die Mediums. Lassen wir uns überraschen. Wir kommen auf jeden Fall erstmal auf der gleichen Position wieder raus. Aber ein Kimi Räikkönen beispielsweise hat noch nicht geboxt und ein Lance Stroll glaube ich auch nicht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das können wir aber ganz easy nachgucken. Doch, der hat geboxt, aber Kimi Räikkönen halt noch nicht. Heißt, wir haben eine Position gewonnen. Und zwar, ich weiß gar nicht, doch gegen Vettel. Gegen Vettel haben wir die Position gewonnen in der Box und Carlos Sainz, als auch Lando Norris und Perez, die haben natürlich jetzt krass Zeit verloren, dadurch, dass sie ja auf ihre Teamkollegen warten mussten. DRS ist halt jetzt auch aktiviert und das will Pierre Gasly nutzen, um sich seine Position, die wir eben so mühselig gegen ihn erkämpft haben, jetzt hier auf den Slicks sich zurückzuerobern. Klappt das in die erste Bremszone hinein? Nein, klappt nicht. Wir machen da die Tür dicht und er muss hinter uns bleiben. Wenig später hängen wir aber direkt hinter Valtteri Bottas, Carlos Sainz und Lance Stroll und gehen hier einfach mal rein neben den Mercedes, frech wie wir sind, und setzen uns erstmal durch. Vor dem Mercedes hier aber dann leichter Quersteher am Ausgang, was uns erstmal wieder den Platz zurückwirft. Pierre Gasly auch genau hinten dran. Das ist hier ein richtiger Fight. Warum? Weil Kimi Räikkönen noch auf den Inters extrem langsam hier diesen Trupp anführt. Der wird natürlich jetzt in die Box fahren
aber da hat er sich ein bisschen verkalkuliert. Wir hier im Anbremsen immer wieder die Bremse gelöst und uns somit gegen Bottas gesetzt, neben Bottas meine ich natürlich, und können jetzt besser rausbeschleunigen. Dazu noch DRS. Ich glaube, alle hatten DRS, weil Kimi Räikkönen halt gegönnt hat für alle. Aber wir sind vorbei am Finn auf Platz 9, weil Kimi ja auch noch in die Box gegangen ist. Und jetzt sind das Stroll und Sainz. Und ganz ehrlich, wir haben heute die Pace, um die auch noch zu überholen. Und jetzt bleiben wir mal gleich dabei. Vielleicht klappt es ja direkt hier nach Eau Rouge. Hälfte des Rennens mittlerweile rum. Und mal gucken, ob wir hier heute richtig viele Punkte mitnehmen könnten. Erstmal der Angriff von Stroll gegen Sainz ist für uns erstmal okay. Wir können da hinten bleiben und uns ein bisschen ERS aufsparen. Oder probieren sie gleich Round the Outside against Carlos Sainz. Das klappt ganz gut. Hier ist er dann aber wieder an uns vorbei. Rad an Rad jetzt hier gleich in diese etwas engere Kurve. Da gab es, glaube ich, eine leichte Berührung. Wir sind weit außen, aber vorbei am Ferrari. Jetzt kommt er nochmal. Nein, das schafft er nicht. Das schafft er nicht. Position 8 und das vor dem Ferrari. So, und Lance Stroll, der soll natürlich jetzt unser Opfer werden, weil wir werden DRS nach Eau Rouge haben. Er aber nicht, wenn ich das richtig sehe. Dementsprechend ein leichtes Überholmanöver. Wenn man so will, wenn die Pace stimmen sollte, DRS kann man jetzt aufmachen und da seht ihr es, kein Problem für uns, da gehen wir vorbei am Kanadier vor auf Rang 7. Einige Runden später wurde es dann Zeit für den zweiten Reifenwechsel am heutigen Tag. Natürlich bleiben wir bei den Trockenreifen, wechseln, soweit ich weiß, auf die Mediums. Die Softs haben unfassbar gut funktioniert, die können natürlich aber hier nicht die Distanz durchstehen, droppen jetzt ein bisschen zurück. Alles aber okay und da wartet unsere Box mit neuen Reifen. Wir sind mittlerweile knapp hinter Sergio Perez. Vielleicht können wir den ja auch noch angreifen. Ne, wir gehen sogar, wenn ich es richtig gesehen habe, nochmal auf die Roten. So sieht es aus. Vielleicht ist das ja eine sehr gute Entscheidung. So, nachdem alle anderen an der Box waren, sind wir jetzt ja wieder Siebter und knapp hinter Perez. Vielleicht geht er ja, was er natürlich auch auf den roten Reifen. Keine Frage, da haben wir keinen Vorteil gegen den Red Bull, aber vielleicht auf der Geraden. Auf der Geraden ist der Red Bull nicht stark im Spiel und da können wir doch vielleicht vorbeiziehen mit DRS. Was wir jetzt haben, können wir Checo Perez angreifen, ja oder nein? Hier reicht es noch nicht, es reicht noch nicht, wir kommen noch nicht ran. Eine Runde später, ähnliches Bild. Kommen wir diesmal vorbei am Red Bull vom Mexikaner. Wieder das DRS offen, ERS reingehauen, was ging, aber wieder reicht es nicht. Es ist so unfassbar knapp und in den anderen Sektoren ist der Red Bull uns natürlich überlegen, was ja einfach die Aerodynamik in den Kurven angeht. Drei Runden bleiben uns jetzt noch, um irgendwie an Perez vorbeizukommen. Diese Runde noch mehr Abstand, aber vielleicht reicht es ja jetzt. Wieder sieht es nicht gut aus, also der macht uns echt zu schaffen, da kommen wir gerade nicht vorbei. Vorletzte Runde, jetzt muss es eigentlich sitzen, aber er schafft es besser mit den Reifen umzugehen. Seine Reifen sind frischer, er kriegt immer wieder ein Zehntel mehr raus und somit bleiben wir auch in dieser Runde hinter ihm. Und damit gehen wir jetzt auf die letzte Runde in diesem Rennen. Können wir jetzt nochmal an Perez vorbeiziehen? Es wäre so stark, diesen sechsten Platz zu holen. Das wäre wirklich überragend, von 20 auf 6. Mick Schumacher mittlerweile leider auch ausgeschieden. Und wir sind direkt hinten dran an Sergio Perez. Kommen wir also dieses Mal mit dem DRS an Perez vorbei. Es wäre wirklich so stark. Es wäre so stark. DRS ist auf. 15., 14., 13. Nein, es reicht nicht. Es reicht nicht. Und auch in der restlichen Runde sollten wir nicht vorbeikommen. Aber am Ende ist es hier ein siebter Platz von 20 auf 7 in immer noch dem Haas. Immer noch das drittschlechteste Auto. Ja, drittschlechteste eher. Das ist sehr, sehr stark. Das war ein richtig gutes Rennen von uns und damit können wir mehr als nur zufrieden sein. Ansonsten natürlich ein bisschen noch was in der Entwicklung gemacht. Wir haben weitere wichtige Punkte eingefahren. Das seht ihr alles wieder in der nächsten Folge so richtig. Ist ein bisschen blöd gelaufen. Lewis Hamilton gewinnt das Rennen vor den beiden McLaren-Piloten, damit ihr da auch Bescheid wisst. Und ja, das passiert hoffentlich nicht wieder. Ich glaube, so ist es aber immerhin ganz gut gelöst. Wenn es euch dennoch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.
bei Formel 1 oder bei irgendeiner FIFA oder PES-Karriere. Bis dahin, macht es gut und ciao.